Zweimal im Jahr kommt der Gottesdienst im Ersten aus Hessen. Heute an Fronleichnam kam er aus Neu-Isenburg. Die Fürsten von Isenburg haben den Ort für die protestantischen Hugenotten aus Frankreich gegründet. Aber das ist lange her. Protestanten und vor allem Ungläubige verstehen das heutige Fronleichnamsfest gar nicht mehr so richtig. Aber es ist eines der buntesten religiösen Feste und liegt ja mitten im Frühling. Draußen ist der Kreis des Lebens schon fertig. Margeriten und Rosenblätter zeigen Blut und Leib Christi, schon morgens liebevoll dekoriert. Drinnen in der St. Josefskirche von Neu-Isenburg letzte Proben für die Live-Sendung in der ARD. Am Fronleichnamstag sorgt ein Team des Hessischen Rundfunks für besonders guten Ton und würdevolles Licht. Hinter dem Altar geschieht auch Weltliches. Fürbittensprecherin Kim Da-Jong muss wie die anderen geschminkt werden, wegen des starken Fernsehlichts. Aufregend. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, also dass das Fernsehteam überhaupt so groß ist und dass im Voraus so viel vorbereitet wird. Und das ist sehr spannend. Knapp 1 Million Zuschauer bundesweit sind bei der Messe gleich dabei. Es ist Pfarrer Martin Berkers erste Fernsehpredigt. Vorher 20 Minuten Ruhe und Besinnung, das muss für ihn sein. Man ist schon nervös, weil die Gemeinde ja doch um einiges größer ist, die man sonst so erreichen kann. So sieht Deutschland dann die Messe aus Südhessen. Fronleichnam heißt Gottes Leib und soll daran erinnern, dass Jesus stets unter den Gläubigen ist. Und Kim Da-Jong hat ihren Auftritt. Wir beten um eine gute Zukunft für die jungen Menschen, dass sie Liebe und Unterstützung erfahren. Christus, höre uns. Dem einstündigen Gottesdienst schließt sich bei den katholischen Gemeinden heute die Prozession an. An Fronleichnam geht die Kirche sprichwörtlich auf die Straße. Symbolisch wird das Brot, also der Leib Christi, in einer Monstranz hochgehalten. Als Zeichen dafür, Jesus ist bei uns, hier und genau jetzt. Fromme Gesänge begleiten die religiöse Demonstration. Das sei Beten mit dem ganzen Körper, sagen sie. Man spüre einfach Gott. Ja, man freut sich einfach, dass man mal den Leuten zeigen kann, dass die Kirche eben auch noch lebt. Man kriegt einfach Lebensfreude und Kraft. Es ist einfach die Gemeinschaft, die einen erhält. Alle Menschen kommen zusammen, man kommt zur Ruhe, ein Feiertag und kann sich wieder mal auf sich selbst besinnen. Mehr als 800 Gläubige ziehen durch Neu-Isenburg, gefolgt auch von skeptischen Blicken. Sie werben für Respekt und Nächstenliebe, für die Werte Jesu. Ein öffentliches Bekenntnis. Manch einer sieht es kritisch. Muss man für Gott auf die Straße gehen? Kim Da-Jong sagt eindeutig ja. Ich finde es eigentlich gut, dass Menschen neugierig werden und deswegen einmal schauen. Es kann dann sein, dass es sie bewegt, in die Kirche mal zu kommen. Kirche kann verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, sagen sie hier. Nicht nur, wenn sie im Fernsehen ist, sondern offen und fröhlich nach vorne schaut. Wenn sie sich zeigt und den Kontakt mit den Menschen sucht.